Zünftig ging es zu beim diesjährigen Frühschoppen der Einheitsgemeinde Niedere Börde. Zahlreiche Gäste, darunter auch Vertreter der Politik, waren gekommen, ging es doch in diesem Jahr um ein wichtiges Thema. Die besondere Bedeutung und die absolut wichtige sowie notwendige Arbeit der Kameradinnen und Kameraden der Ortswehren unserer Gemeinde. Sie haben bereits einen Eindruck bekommen, als Sie hier den langen Weg zur Halle gegangen sind. Richtig, denn auf dem Weg hatten sich verschiedene Einsatzfahrzeuge aufgestellt und die Kameraden bereiteten sich vor, den Gästen die verschiedenen Funktionen und technischen Ausrüstungsgegenstände vorzustellen. Da sind verschiedene Geräte zur technischen Hilfeleistung. Und was macht ihr damit? Kommt natürlich immer auf den Einsatzfall an. Es gibt hier verschiedene Geräte eben zum Öffnen von Zugängen, zum Beispiel an Autos, generell auch zum Heben von Lasten. Wir haben hier auch noch die Zusatzsachen, die Kettensäge, den Trennschleifer oder den Lüfter auch. Und man muss mit jedem dieser Geräte umgehen können und das wird ausgebildet. Das stimmt. Es gibt für viele einzelne Lehrgänge und im Allgemeinen wird das am Standort selbst ausgebildet. So kann man zum Beispiel mit solchen Pneumatikkissen unglaubliche Lasten anheben, um sich Zugang für notwendige Hilfeleistung zu schaffen. Oder hier alles, was man zum Atemschutz braucht. Und so ist das Ganze auf den Einsatzfahrzeugen vorbereitet. Wenn Atemschutzgeräte-Dreher, die gehen dann hier ran. Und den nehmen sie runter, machen auf. Hier sind die Masken und alles mit bei. Die schneidet man sich dann auf den Rücken. Das heißt, man kann rückwärts sich an diese... Ja, man geht so ran. Und schneidet sich das an? Schneidet sich das auf. Und mit den Masken, die sind hier drinnen. Die sind eingeschweißt. Weil nach jedem Einsatz muss man die wieder wegbringen. Und man kriegt neue wegen... Wie soll ich jetzt das sagen? Der Hygiene. Ja, der Hygiene, ja. In der Mehrzweckhalle in Samswegen geht die Veranstaltung weiter. Den Verantwortlichen ist die Bedeutung der freiwilligen Feuerwehren durchaus bewusst. In der Einheitsgemeinde Niedere Börde gibt es in jedem dazugehörigen Dorf eine eigene Wehr, die sich konzeptionell ergänzen. Die Feuerwehr ist in jedem Ort, ich bin auch hier in Samswegen Ortsbürgermeister, immer eine tragende Säule des kulturellen Lebens oder des gesellschaftlichen Lebens im Dorf. Und man ist gut beraten, als Bürgermeister und als Gemeinderatsmitglied auch diese Aufgabe zu würdigen. Wichtig ist die materielle Voraussetzung, das tut der Gemeinde auch manchmal weh. Es gibt oft Forderungen von der Gemeindewehrleitung, die wir als Gemeinderäte nicht sofort erfüllen können, die Wünsche. Aber die Gemeinde versucht peu à peu über diesen Feuerwehrbedarfsplan jedes Jahr für die Feuerwehr an Ausrüstung und an Kleidung und an Technik die Ausrüstung zu verbessern. Was die Wehren für sich machen müssen, ist die Nachwuchsgewinnung. Das kann der Gemeinderat nicht verordnen. Das ist ihre eigene Aufgabe. Draußen posieren die Verantwortlichen für die Fotos und die Gäste staunen zum wiederholten Male, was alles dazugehört, um eine Feuerwehr zeitgemäß einsatzbereit zu halten. Und immer wieder gilt es, den Ausbildungsstand aller Kameraden auf höchstem Niveau zu halten. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere Ausrüstung vereinheitlicht haben oder vereinheitlichen, dass wir unseren Ausbildungsstand so hochgefahren haben, dass wir auch mit den Kräften den Anforderungen gerecht werden können. Und natürlich sind wir auch stolz darauf, dass wir in unserem Plan, unsere Technik zu modernisieren, die Fahrzeuge so weit vorangekommen sind. Sie haben es ja gehört, im letzten Jahr, in 2 Jahren konnten wir 3 neue Mannschaftstransportfahrzeuge kaufen und in diesem Jahr werden wir ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug größerer Bauart kriegen und denke, das hilft uns ein ganzes Stück weiter, sodass wir dann praktisch unser an Großfahrzeugen schon zumindest mit Platzhaltern alles besetzen können. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind bei Wünsch dir was und können sich für die Feuerwehren etwas wünschen. Was brennt Ihnen da am meisten auf den Nägeln?
Natürlich möchte ich gerne unser Fahrzeugkonzept umsetzen, aber ich wünsche mir auch, dass noch mehr Leute den Weg in unsere Feuerwehr finden und Verständnis bei ihren Arbeitgebern haben, dass sie mitmachen bei der Feuerwehr. Denn oftmals ist es ja auch gerade für kleine Betriebe eine Belastung, wenn tagsüber jemand zu einer wichtigen Aufgabe abgerufen wird, da bleibt die Arbeit im Betrieb ja liegen. Und das ist für einen kleinen Betrieb mit wenig Beschäftigten schon ein großes Problem. Und das ist eigentlich unser größter Wunsch, dass mehr Leute den Weg zu uns finden, um mitzumachen, trotz der vielen Stunden, die man machen muss. In den 9 freiwilligen Feuerwehren der Niederen Börde gibt es insgesamt 166 aktive Kameraden. Verstärkt werden sie durch 101 Kameraden aus der Alters- und Ehrenabteilung. Und gemeinsam kümmern sie sich um 117 Kinder und Jugendliche. So aufgestellt sind die Feuerwehren in der Niederen Börde für alle Einsatzfälle bestens gerüstet.